on fire, no one could save me but you. Strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie man Wicked Game von Chris Isaak in einer komplett Akustikversion spielt. Ladet euch zu Anfang am besten gleich mal das Songstruktur-PDF aus der Videobeschreibung runter. Da seht ihr nochmal die einzelnen Formteile des Songs komplett aufgedröselt. Der Song an sich ist super einfach, denn es gibt drei Akkorde, die sich die ganze Zeit wiederholen, mit einem Schlagmuster, das sich auch die ganze Zeit wiederholt. Es gibt einen Fehler, der oft gemacht wird, auf den ich in diesem Video auf jeden Fall hinweisen will. Und was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist dieses kleine Solo, das am Anfang und nach dem Chorus kommt. Dieses, also was den Song so ein bisschen ausmacht. Das ist natürlich auf Akustikgitarre nicht so ganz perfekt zu spielen wie auf E-Gitarre. Da werde ich aber an den entsprechenden Stellen ein bisschen drauf eingehen und sagen, was ich euch da empfehlen würde und was ich dann nicht empfehlen würde, wenn ihr das sauber und cool spielen wollt. Fangen wir erstmal an mit den Akkorden, die ihr für den Song braucht. Es sind wie gesagt nur drei Akkorde. Das eine ist ein B-Moll. Das ist ein Barré im zweiten Bund von A-Moll aus E. Falls ihr mit Barré nicht so fit seid, könnt ihr den auch so spielen, dass ihr den Zeigefinger nicht als Barré spielt, sondern nur auf der A-Seite den zweiten Bund greift, dafür aber die hohe E-Seite komplett weglasst. Ihr müsst dann eben nur gucken, dass ihr die hohe E-Seite erstens nicht mit anspielt und am besten Fall irgendwie auch noch abdämpft. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich den Zeigefinger so ein bisschen schräg übers Griffbrett lege und halt die hohe E-Seite berühre, aber nicht runterdrücke. Damit, falls ich die Seite doch mal anschlage, die zumindest nicht klingen kann. Dann kommt ein A-Dur. Und dann kommt ein E-Dur. Und das ist auch schon alles, was da an Akkorden passiert. In der Reihenfolge, wie ich sie eben gezeigt habe, kommt B-Moll einmal einen Takt lang. Dann kommt A-Dur einen Takt lang. Und dann kommt E-Dur zwei Takte lang. Es gibt eine Sache, die bei dem Song oft falsch gemacht wird. Und zwar wird das falsche Schlagmuster benutzt, beziehungsweise der falsche Groove. Es gibt meiner Theorie nach drei Grooves, die im Rock-Pop immer wieder Anwendung finden. Das Video zu diesen Grooves habe ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, sowohl für Schlag- als auch für Zupfmuster. Ich habe sie euch ja auch nochmal kurz eingeblendet. Grundsätzlich ist es wichtig bei den Grooves, dass es in einem Takt immer besondere Betonungen gibt. Und Wicked Game wird jetzt sehr oft in einer, wie ich finde, nicht vorteilhaften Betonung gespielt. Und zwar mit dem Schlagmuster, mit dem sogenannten Pop-Groove, wie ich ihn nenne, der so aussieht. Bei diesem Groove liegen die Betonungen bei der Zählzeit 1, 2 und 4. Das ist aber nicht das, was im Original gespielt wird. Im Original ist es der Rock-Pop-Groove, wo die Betonungen auf den Zählzeiten 2 und 4 liegen. Besonders auf der Zählzeit 2 und das Schlagmuster, das sich daraus ergibt, findet ihr hier nochmal unten eingeblendet in den Tabs. Wir schlagen auf die 1 den Akkord an, dann auf die 2 nochmal ein bisschen mit Betonung.
Und dann ab der 3 nochmal alle Achtel, wobei man die 3 so ein bisschen leicht anspielen kann. Die wichtige nächste Betonung ist die auf die Zählzeit 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dieses Schlagmuster könnt ihr jetzt auf alle Akkorde anwenden. Es hat auf jeden Fall einen ganz anderen Drive als der Pop-Groove. Der Pop-Groove funktioniert zwar auch, aber da bummelt der Song so ein bisschen vor sich hin und hat nicht so dieses Stampfende, dieses Treibende, was dem Song, finde ich, sehr gut tut, wenn man es mit dem Rock-Pop-Groove spielt und nicht nur mit dem Pop-Groove. Wenn ihr diese Akkorde in der Reihenfolge mit dem Groove spielen könnt, könnt ihr im Prinzip schon den ganzen Song begleiten. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen langweilig, auf Dauer alles mit dem gleichen Schlagmuster zu spielen. Ihr könnt zwischendrin vielleicht auch auf ein Zupfmuster wechseln. Ihr könnt auch das Schlagmuster ein bisschen reduzieren, ein bisschen auffüllen. Die Theorie dazu findet ihr, wie gesagt, in den Videos zum Selbstschlagmuster ausdenken und Selbstzupfmuster ausdenken. Die findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und womit wir uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen wollen, ist dieses Intro-Solo, das den Song, wie gesagt, einfach so, ja, zu dem Hit gemacht hat, der er war, unter anderem. Ich habe euch das jetzt hier für Akustikgitarre einmal rausarrangiert, sage ich mal ganz doof. Und ein bisschen angelehnt an die Unplugged-Version, die Chris Isaak selbst mal bei MTV Unplugged gespielt hat. Allerdings, was den Song sehr ausmacht, ist, dass da viel gepitcht, mit Pitchband gearbeitet wird oder generell mit Bandings, dass viel auch mit dem Tremolo-Hebel gearbeitet wird. Das ist auf Akustikgitarre natürlich nicht 1:1 umsetzbar. Ich finde immer, man kann das ein bisschen mit Slides kompensieren oder nachbilden. Ich würde euch grundsätzlich erstmal davon abraten, super viel zu pitchen auf der Akustikgitarre, also mit Bandings zu pitchen, ist eigentlich so, pitchen ist das falsche Wort, mit Bandings zu arbeiten. Denn wenn wir dieses Signature-Riff, sage ich mal, spielen und sehr viel auf der B-Seite banden, verstimmt die B-Seite sich in der Regel sehr, sehr schnell. Und das ist dann nicht besonders hilfreich für den Rest des Songs, wenn wir die ganze Zeit mit einer verstimmten B-Seite spielen. Was ich da gerne mache, ist, dass ich es halt wirklich komplett aus dieser E-Gitarrenversion in die Akustikgitarrenwelt hole und das dann auch wirklich so spiele, als wäre es auf einer Akustikgitarre geschrieben worden. Los geht es auf einen Auftakt und zwar auf die Zählzeit 3. 1, 2, 3. Da spielen wir die leere B-Seite. Und dann gehen wir auf den 7. Bund auf der B-Seite. Eigentlich wäre es ein Band vom 6. auf den 7. Bund, ein langsamer Band. Den würde ich aber, wie gesagt, nicht machen. Was man machen kann, ist, dass wir in den Ton reinsliden. Man kann leider keine nicht wirklich langsame Slides machen. Wenn man einen langsamen Slide macht, ist es vom 6. auf den auf dem 6. auf dem 7. Bund nur zwei Töne, die halt ineinander geslidet werden, weil Bands kann man langsam in die Länge ziehen, Slides nicht so wirklich gut. Das heißt, was ich machen würde, ich würde etwas tiefer starten und dann eben langsam über mehrere Bünde in den 7. Bund sliden. Das ist natürlich nicht der gleiche Sound wie dieser Band, aber es ist eine Möglichkeit. Alternativ könnt ihr auch einfach sagen, ich schenke mir die ganze Ornamentik und die Verzierung, ich spiele einfach nur die leere Seite und den 7. Bund. Ihr könnt, wenn ihr wieder runter geht vom 7. auf die leere Seite, könnt ihr auch einen Slide nach unten machen. Ich gehe dann meistens so bis zum 2. Bund runter. Auch das ist optional. Es wäre eigentlich auch mit dem Tremolo-Hebel nach unten gepitcht oder man kann es eben auch mit einem Banding realisieren. Wie gesagt, überlegt euch, was ihr da machen wollt. Wenn man es auf der Akustikgitarre spielt, kann man es wirklich auch spielen, als wäre es auf einer Akustikgitarre geschrieben worden. Um nochmal in die Tabs zu gehen, das sind tatsächlich schon die ersten 4 Takte. Wir starten auf den Auftakt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Dann geht es auf die 3, wieder auf die leere Seite. Wir gehen auf die 1 wieder hoch auf den 7. Bund. 2, 3, 4, 1, 2. Und dann gehen wir auf den 5. Auf den 3. Auf den 2. Und wieder auf die leere Seite. Und was wir hier jetzt noch machen, oder was im Original gemacht wird, wir spielen es so, dass wir die Saiten mit dem linken, der linken Hand mit den Fingern, und ihr könnt es auch versuchen, rechts noch mit der Handkante noch ein bisschen abzudämpfen. Und wir kratzen mit dem Plektrum nur so ganz sanft über die Saiten. Also wir arpeggieren sozusagen ein paar Ghost Notes. Bis wir dann zu dem Ton auf dem 5. Bund kommen. Das wird im Original, ist sehr gut hörbar im Original, und ich finde, das ist was, was man auf der Akustikgitarre gut nachbilden kann. Hier hat es jetzt noch eine rhythmische Komponente, die wichtig ist zu erwähnen, und zwar ist der zweite Ton auf dem 3. Bund auf einer 16. zählt hat, und zwar auf der 3 und T. Also wir zählen, wenn man es auf 16. zählt, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Und das heißt, sie fühlt sich so ein bisschen, wenn man schneller spielt, so ein bisschen off an, weil die zwischen der 3 und der 4 gespielt wird. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr da noch nicht so mit zurechtkommt, versucht es wirklich mal langsam zu spielen und langsam zu zählen, so wie ich es eben gemacht habe. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Soweit, so gut. Dann kommen wir das erste Mal auf die D- und auf die G-Seite. Und hier slide ich jetzt mit dem Ringfinger auf der D-Seite vom 2. in den 4. Bund. Aber der Zielton ist der 4. Bund. Also ich slide nur in den 4. Bund rein. Es ist keine Verbindung zwischen 2. und 4. Bund, sondern ich starte nur auf dem 2., um schnell auf den 4. zu gehen. Dann gehen wir auf den 2. Bund auf der G-Seite, wieder auf den 2. auf der D-Seite und dann auf den 1. Bund auf der G-Seite. Und gezählt ist es 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Das sind schon die ersten 8 Takte, die spiele ich nochmal mit dem Auftakt für euch im Kontext. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 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 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und Das waren die ersten 8 Takte. Kommen wir mal zu den nächsten 8 Takten. Die nächsten 8 Takte sind im Prinzip ein viertaktiges Riff, das einfach zweimal gespielt wird. Das ist jetzt ein bisschen aufgebaut von einem B-Moll-Griff. Wir greifen im Prinzip einen B-Moll-Griff im 2. Bund, aber ohne die tiefe A-Seite, also den Zeigefinger einfach auf der hohen E-Seite. Und mit diesem Griff machen wir jetzt so ein paar Umspielungen, um eben dieses Riff, ja, realisieren zu können. Erstmal, es gab ein paar Versionen, die ich gefunden habe. Es hat mich ein bisschen schwer getan, das rauszuhören, weil da viel passiert in dem Originalmix. Ich bin der Überzeugung, dass auf die 1 in diesem Riff kein Ton gespielt wird. Es gibt auch andere Tabs und Noten, die das anders sehen, aber ich habe auf die 1 auf jeden Fall nichts gehört. Ich denke, dass es auf die 1 und erst losgeht. Wir spielen auf die 1 und die hohe E-Seite, dann die B-Seite und dann die G-Seite. Also 1 und 2 und... 1 und 2 und, dann nehmen wir den Zeigefinger weg, spielen die Seite leer. 3 und 4, nur mal die 6 Töne. 1 und 2 und 3 und 4. Dann gehen wir hier vom 3. Bund auf den 2. Bund auf der B-Seite. Dafür nehmen wir den Zeigefinger, den wir eben von der E-Seite weggenommen haben. Und dann auf die 1 des nächsten Taktes spielen wir die G-Seite und dann die D-Seite. Und diese drei Töne
Dass das nicht auf der 1 anfängt, hat mich rhythmisch zu Anfang ein bisschen irritiert. Dann habe ich aber gemerkt, dass das tatsächlich einer der Punkte ist, warum dieses Riff an der Stelle so spannend ist. Weil wir nämlich da so ein bisschen so eine Art, ja, man könnte sagen, fast einen Polyrhythmus haben, weil wir eben diesen Dreier-Groove über den Vierer-Groove spielen. Genau, also an der Stelle ist die Zählzeit 1 der vierte Bund auf der G-Seite. Auf die Zählzeit 2 des zweiten Taktes nehmen wir den Zeigefinger jetzt weg, spielen nochmal B-Seite, G-Seite, D-Seite. Dann gehen wir auf den zweiten Bund auf der G-Seite mit dem Zeigefinger, nehmen den kleinen Finger weg von der G-Seite, spielen nochmal den vierten Bund auf der D-Seite und gehen dann auf den zweiten Bund und auf den ersten Bund auf der G-Seite. Also zweiter Bund D-Seite, erster Bund G-Seite. Am Schluss des zweiten Taktes. Nochmal dieser ganze Teil für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und. Und am Schluss kommt jetzt nochmal dieses kleine Lick, wo wir einfach drei Töne nochmal aufsteigend spielen. Erster Bund auf der G-Seite, zweiter Bund auf der G-Seite, vierter Bund auf der G-Seite. Wobei wir da auch wieder die ersten beiden nacheinander spielen können und dann mit dem Slide vom zweiten auf den vierten Bund gehen. Gezählt ist es 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Hier könnt ihr auch wieder dieses kleine Arpeggio machen über die abgedämpften Noten, wobei ich es bei den tiefen Bünden immer schwer finde, die wirklich sauber abzudämpfen, vor allem auf Akustikgitarre. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr das realisieren könnt. Ich spiele euch jetzt nochmal die vier Takte im Kontext vor mit Zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 4 und dann geht's direkt nahtlos über in die Verse. Diese 16 Takte sind die Begleitung fürs Intro. Der gleiche Teil, beziehungsweise die zweite Hälfte von diesem Teil, die letzten 8 Takte, also zweimal diese 4 Takte, kommt auch nochmal nach dem Chorus, bei diesem kleinen Interlude, wo Chris also singt I don't wanna fall in love with you. Und dann kommt nochmal dieses kleine Lick da rein. Und genau, dann seht ihr im Songstruktur PDF kommt nochmal Verse, Pre-Chorus, Chorus nochmal. Aber an sich ist das immer der gleiche Formteil. Und so weiter gespielt. Und genau, soweit ich weiß, ist das Outro genauso wie das Intro. Und wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können mit dem Video und ihr habt was gelernt über den Song. Wenn ihr noch Fragen zu diesem oder zu anderen Songs habt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video. Schreibt mir auch immer gerne Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und genau, besucht meinen Kanal für nochmal Videos zum Thema Gitarre. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst, wie das läuft. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.